Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video schauen wir uns jetzt noch ein paar Details zum Einkauf und Beschaffung in SAP S/4HANA an. Insgesamt werden wir uns vier Bereiche anschauen. Zuerst gehen wir nochmal auf den Materialbewertung, Berechnung des gleitenden Durchschnittspreises ein. Danach schauen wir uns an, was eigentlich mit dem Bewegungsdatum Bedarf es auf sich hat. Ja, wir werden analysieren, wie Bedarfe im System abgebildet sind. Ein großer Block wird dann sein die Bezugsquellenermittlung. Und zu guter Letzt schauen wir uns noch an, welche unterschiedlichen Bewegungsarten es eigentlich gibt, weil wir die auch schon mehrfach jetzt im Rahmen von Materialbewegungen gesehen haben. Lassen Sie uns also anfangen mit der Bewertung des Materials und der Berechnung des gleitenden Durchschnittspreises. Dazu öffne ich als erstes die App Produktstammdaten verwalten und wir schauen uns wieder dieses Produkt aus der Fallstudie an, das Kettenschloss. Wenn wir jetzt hier in den Bereich Bewertungskreise navigieren und in die Details für den Bewertungskreis Miami, dann sehen wir, dass dieses Material, dieses Kettenschloss, in der aktuellen Periode mit 34 US-Dollar bewertet ist und die Preissteuerung eben der gleitende Durchschnittspreis ist. Was wir bisher noch nicht besprochen haben, ist, wie dieser gleitende Durchschnittspreis berechnet wird. Um Ihnen das zu zeigen, wechsle ich jetzt auf unser Miro-Board. Die Berechnung des gleitenden Durchschnittspreises ist eigentlich recht einfach. Der gleitende Durchschnittspreis berechnet sich einfach aus dem Materialwert dividiert durch den Materialbestand. Das heißt, dieser gleitende Durchschnittspreis wird mit jedem Wareneingang neu berechnet. Wann immer wir ein neues Material, zum Beispiel von einem Lieferanten, bekommen, ist das mit einem bestimmten Wert die Lieferung bewertet und damit können wir dann den gleitenden Durchschnittspreis neu berechnen. Machen wir das Ganze mal an einem Beispiel. Ja, gehen wir davon aus, dass Global Bike aktuell 1000 Helme auf Lager hat und dass dieser Wert der Helme 35.000 US-Dollar beträgt. Damit ist klar, dass sich der gleitende Durchschnittspreis aus 35.000 durch US-Dollar durch 1000 Stück ergibt, also 35 Dollar. Wenn Global Bike jetzt 1000 Helme von einem Lieferanten beschafft, diesmal zum Preis von 30 US-Dollar, dann ergibt sich als neuer gleitender Durchschnittspreis nach dem Wareneingang zu dieser Bestellung ein Preis von 35.000 US-Dollar plus 30.000, das ist der Warenmaterialwert. Die Menge ist 1000 plus 1000, also 2000 und damit erhalten wir entgleitenden Durchschnittspreis von 32 US-Dollar 50. Die Übung in diesem Beispiel ist jetzt das Material Chainlock und wir sollen den gleitenden Durchschnittspreis berechnen in der Situation, wenn zusätzlich zu einem aktuellen Bestand nochmal 100 Stück zu einem Preis von 26 US-Dollar beschafft werden. Versuchen wir das jetzt mal gemeinsam zu berechnen. Was ist der Warenwert nach Eingang der Bestellung? Der aktuelle Warenwert vor der Bestellung waren 200 Stück mal 32 US-Dollar. Durch die neue Bestellung kommen jetzt nochmal 100 Stück zu einem Preis von 26 US-Dollar hinzu. Und um den gleitenden Durchschnittspreis zu berechnen, müssen wir das jetzt durch den Materialbestand teilen, also 200 Stück vor der Bestellung plus die 109. Wenn wir das jetzt ausrechnen, dann ergibt sich für unseren Materialbewertung, unseren Materialwert, 6400 US-Dollar plus 2600 US-Dollar. Und das Ganze wird durch 300 Stück geteilt. Und somit ergibt sich der gleitende Durchschnittspreis zu 9.000 US-Dollar durch 300. Ja, und verblüffenderweise geht das sehr gut auf und wir erhalten eben jetzt als Ergebnis einen gleitenden Durchschnittspreis von 30 US-Dollar. Ja, also Sie sehen, die Berechnung des gleitenden Durchschnittspreises ist eigentlich nicht so besonders schwierig.
An dieser Stelle wechsle ich jetzt nochmal zurück in das SAP S/4HANA-System und hier sehen wir den gleitenden Durchschnittspreis meines Materials des Chainlogs 1000, der aktuell 34 US-Dollar ist. Wie kommt er jetzt zustande? Wie können wir das im SAP-System nachvollziehen? Um anzuzeigen, wie der gleitende Durchschnittspreis bei unserem Material jetzt berechnet wurde, wechsle ich in die App Material anzeigen. Das ist eine klassische GUI-App und wir werden uns da die Buchhaltungsdaten anschauen. Die Buchhaltungsdaten sind in der alten Welt sozusagen das, was der Bewertungskreis in der neuen Darstellung ist und wir schauen uns das jetzt natürlich für das Werk in Miami an. Und hier gibt es jetzt die Funktion Materialpreisanalyse und in dieser Funktion können wir jetzt sehr schön nachvollziehen, wie der Materialpreis, der gleitende Durchschnittspreis von 34 US-Dollar zustande gekommen ist. Wir sehen nämlich, dass es für dieses Material bei mir eine ganze Reihe von Warenbewegungen gab. Zuerst wurden 200 Stück beschafft zu einem Preis von 35 US-Dollar. Dann nochmal 32 zu einem Preis von 35 US-Dollar und wir sehen in der letzten Spalte immer den resultierenden gleitenden Durchschnittspreis. Ja, also hatten wir zu diesem Zeitpunkt 400 Stück mit einem gleitenden Durchschnittspreis von 35 US-Dollar auf Lager. Dann habe ich weitere 100 Stück beschafft zu einem Preis von 32 US-Dollar und dann nochmal 100 wieder zu einem Preis von 32 US-Dollar und so kamen wir in Summe jetzt auf den gleitenden Durchschnittspreis von 34 US-Dollar. Ja, diese letzten beiden Positionen kommen Ihnen vielleicht bekannt vor. Das sind genau die Positionen, die ich erzeugt habe beim Durchspielen der Fallstudie, die Sie auch durchgeführt haben. Und so erkennen wir jetzt eben, wie der gleitende Durchschnittspreis für dieses Material zustande gekommen ist. So viel zur Berechnung des gleitenden Durchschnittspreises. Als nächstes schauen wir uns jetzt das Bewegungsdatum Bedarf an. Um uns die Bedarfe anzuschauen, verwenden wir die App Materialdeckung prüfen. Und starten als erstes hier mit dem Material wieder Chainlock, Kettenschloss, im Werk Miami. Was sehen wir hier? Wir sehen jetzt hier die Bedarfsbestandsliste für das Werk Miami, die sich auf dieses Material, nämlich das Chainlock 1000, bezieht. Diese Bedarfsbestandsliste fasst alle Zu- und Abgänge für ein Material zusammen. An dieser Stelle sehen wir jetzt, dass zu diesem Material bisher nur ein Bestand von 600 Stück besteht. In der Bedarfsbestandsliste würden wir aber auch alle Bedarfe sehen, die zum Beispiel aus einem Kundenauftrag entstehen oder aber auch alle Zugänge, die zum Beispiel aus Lieferungen erfolgen. Schauen wir uns das also mal an. Der aktuelle Stand ist dieser. Ich lege jetzt für dieses Material eine Kundenbestellung an. Also, ich habe jetzt hier so einen Terminauftrag angelegt, Demobedarf 1 für einen meiner Auftraggeber und habe von unserem Material eine Menge von 100 Stück eingepflegt. Sichern wir jetzt diesen Auftrag. Damit ist der Terminauftrag jetzt angelegt. Schauen wir uns wieder die Materialdeckung für das Material an. Und wir erkennen, dass jetzt ein neuer Eintrag erzeugt wurde. Es gibt nämlich diesen Eintrag zum 22.11.2021, besteht ein Bedarf von 100 Stück. Ja, und dieser Bedarf kommt, das erkennt man an dem Dispositionselement, aus dem Kundenauftrag, den wir gerade angelegt haben. Und man sieht auch, das ist die Kundenauftragsnummer und das ist die entsprechende Position. Der Bedarftermin, ja, erinnern Sie sich an die Berechnung in der Rückwärtsterminierung im Vertrieb, kommt natürlich daher, dass, ich glaube, ich hatte als Lieferdatum der 28.11. eingegeben, dass das das notwendige Materialbereitstellungsdatum ist, um den Wunschliefertermin zu halten. Ja, Sie sehen, durch unseren Kundenauftrag, ja, der eine Menge von 100 hat, ist immer noch ausreichend Material verfügbar. Ja. Es entsteht somit noch kein Bedarf. Das Ganze können wir uns auch noch schön grafisch anschauen. Ja, hier ist diese grafische Darstellung. Aktuell haben wir eben eine Menge von 600 auf Lager und irgendwann im November durch diesen Kundenauftrag sind es dann eben noch 500 Stück. Ich lege jetzt noch einen weiteren Kundenauftrag an für das gleiche Material.
und für den gleichen Auftraggeber. Nennen wir das jetzt Demo Bedarf 2. Machen wir das mal zum 1.12., um ein bisschen Varianz drin zu haben. Das gleiche Material, Chainlog 1000 und die Auftragsmenge ist dieses Mal 550 Stück. So, und jetzt können wir diesen Auftrag sichern. Auch der wurde gesichert. Schauen wir uns jetzt wieder unsere Materialdeckung an für dieses Material im Werk in Miami. Und wir erkennen, dass sich jetzt was geändert hat, nämlich es gibt jetzt eine Unterdeckung von 50 Stück. Ja, wir sehen hier unsere beiden Kundenaufträge als Dispositionselemente und durch diesen neuen Kundenauftrag sind jetzt am 25.11. eine Unterdeckung von 50 Stück. Es sind also 50 Kettenschlösser zu wenig auf Lager. Wenn wir uns diese Unterdeckung jetzt angucken, dann gibt es hier auch Möglichkeiten, dieses Problem zu beheben. Ja, wir könnten hier jetzt aus dieser App direkt zum Beispiel eine neue Bestellung oder eine neue Bestellanforderung anlegen, um diese Unterdeckung zu beheben. Wenn wir uns im Rahmen der Produktionsplanung die Materialbedarfsplanung im Detail angucken, dann werden wir auch sehen, wie zum Beispiel ein MRP-Lauf dieses Problem automatisiert ein Stück weit behebt. Der würde nämlich jetzt hier einen Planauftrag anlegen. Schauen wir uns das Ganze auch nochmal in der Grafik an. Ja, wir sehen jetzt hier, was passiert. Es gibt durch diesen großen Kundenauftrag hier jetzt eine Unterdeckung von 50 Stück. Wir können jetzt den Planlauf starten für dieses Material. Das mache ich jetzt mal, ohne Ihnen die Details zu erklären, die jetzt im Hintergrund passieren. Da muss ich Sie auf das Video zur Produktionsplanung verweisen. Und hier sehen wir jetzt das Ergebnis der Durchführung des Planlaufes. Ja, jetzt wurde ein neues Dispositionselement, nämlich eine Bestellanforderung, automatisch angelegt, ja, um den notwendigen Bedarf, nämlich die 50 Stück, diese Unterdeckung, die aus diesem großen Kundenauftrag zustande kam, zu befriedigen. Schauen wir uns jetzt noch ein anderes Material in dieser Ansicht an, nämlich das Material DXTR 1000 in Dallas. Mit dem habe ich da schon, also hier sehen wir jetzt die Bedarfsbestandsliste zu dem Deluxe Touring Bike und Sie sehen, da ist schon einiges mehr passiert. Ja, wir sehen, es gibt einen Bestand von 100. Dann gibt es hier eine Reihe von VP-Bedarfen. Das sind Bedarfe, die aus der Vertriebsplanung resultieren. Ja. Im Anschluss daran habe ich dann die Materialbedarfsplanung durchgeführt und die hat dazu geführt, dass zu jedem dieser Bedarfe aus der Vertriebsplanung, zum Beispiel diesen 158 Stück, ein entsprechender Planauftrag mit zu dem gleichen Datum angelegt wurde. Na, der Planauftrag wird aus der Materialbedarfsplanung angelegt und kann abhängig von der Beschaffungsart des Materials dann zum Beispiel in einen Produktionsauftrag oder in eine Bestellanforderung überführt werden. Das können wir hier an diesem Beispiel mal zeigen. Wenn ich auf Bearbeiten gehe und Konvertieren, könnte ich jetzt diesen Planauftrag in einen Fertigungsauftrag umsetzen. Breche ich an dieser Stelle aber nochmal ab. Und wir sehen, so geht das dann immer weiter. Ja, zu jedem dieser Bedarfe, die aus der Vertriebsplanung kommen, wird dann mit dem entsprechenden Datum auch ein Planauftrag angelegt. Ein Teil dieser Planaufträge habe ich allerdings schon in Fertigungsaufträge überführt. Ja, diese Fertigungsaufträge sind allerdings noch nicht bearbeitet. Die werden also sind noch offen, werden irgendwann ausgeführt und dann wird das Material produziert und geliefert und dann würden diese Fertigungsaufträge hier aus der Sicht verschwinden. Also Sie sehen, in der Bedarfsbestandsliste, die wir mit Materialdeckung bearbeiten, uns anschauen können, können wir eben sehen, welche Bedarfe es gibt und über welchen Weg diese gedeckt werden, ja, was es an geplanten Zugängen oder auch zusätzlich noch an geplanten Abgängen, zum Beispiel aus Kundenaufträgen gibt. Der nächste Block, den wir uns jetzt anschauen, ist die Bezugsquellenfindung. Und das machen wir anhand dieser Bestellanforderung, die ich gerade für unser Material Chainlog im Materialbedarfsplanung angelegt habe. Und das Ganze machen wir mit der App Bestellanforderungen verwalten.
sortiere die Positionen mal absteigend und dann sehen wir auf der ersten Ebene unsere Bestellanforderung, die gerade erzeugt wurde für dieses Material mit dem Lieferdatum 25.11. Was Sie jetzt hier erkennen auf dieser Ebene ist, dass noch kein Lieferant zugeordnet ist, aber es zwei mögliche Quellen gibt. Wenn ich jetzt hier auf den Link Quellen klicke, bekomme ich zur Auswahl, dass Spygear und Midwest Supply mögliche Lieferanten für dieses Material sind. Wo kommt diese Information her? Diese Information kommt jetzt aus dem Einkaufsinfosatz. Diese Einkaufsinfosätze wurden automatisiert angelegt, als ich Bestellungen für dieses Materialien bei den entsprechenden Lieferanten angelegt. Ich könnte jetzt hier eben einen dieser Lieferanten auswählen, ja, dann ist der zugeordnet und damit könnte ich dann nach einem, frischen wir das nochmal auf, ja, und damit könnte ich jetzt aus dieser Bestellanforderung eine Bestellung erstellen. Das machen wir jetzt an dieser Stelle aber nicht, sondern das war nur die Einleitung, gehe zurück. Und wir öffnen die App Bezugsquellen verwalten. Schauen wir uns jetzt die Bezugsquellen für unser Kettenschloss 1000 mal an. Sie sehen, es gibt hier zwei Infosätze, die Einkaufsinfosätze für Spygear und Midwest Supply. Bevor wir jetzt aber die Bezugsquellenermittlung weiter im System analysieren, schauen wir uns die zuerst mal theoretisch auf einer Folie an. Wie erfolgt die Bezugsquellenermittlung in dem SAP S/4HANA-System? Die Bezugsquellenermittlung besteht aus drei Schritten. Im ersten Schritt prüft das System, ob es eine Quotierung gibt für den, die einen Gültigkeitszeitraum hat, der das Lieferdatum abdeckt. Mit einer Quotierung kann ich hinterlegen, dass ich Beschaffungen in bestimmten Quoten, ja, Prozentsätzen von verschiedenen Lieferanten durchführe. Also ich kann damit zum Beispiel festlegen, dass ich von einem Lieferanten 1 50% der Menge beziehe, von dem Lieferanten 2 25% und vom Lieferanten 3 nochmal 25%. Schauen wir uns gleich im System an. Falls keine Quotierung gefunden wird, wird im nächsten Schritt geprüft, ob es einen Eintrag in einem Orderbuch gibt, der den Gültigkeitszeitraum des Lieferdatums abdeckt. Ein Eintrag im Orderbuch kann zum Beispiel ein Kontrakt oder ein Lieferplan sein. Wenn sowas gefunden wird, wird auf Basis dieses Eintrags der Lieferant ermittelt. Wenn auch auf dieser Ebene keine Bezugsquelle ermittelt werden kann, dann sucht das System noch nach Rahmenverträgen sowie Einkaufsinfosätzen. Und je nachdem, welches Ergebnis diese Ermittlung hat, wird entweder dem Benutzer ein Auswahldialog vorgeschlagen, also es gibt mehrere Bezugsquellen, dann muss der Benutzer wählen, welche Bezugsquelle gewählt wird, oder das System legt halt automatisch basierend auf diesen drei Schritten einen Lieferanten fest. So, und die Bezugsquellenermittlung schauen wir uns jetzt hier im System an. Dazu verwenden wir die App Bezugsquellen verwalten und ich werde jetzt im Folgenden immer das Material Offroad Helmet 1000 benutzen. Aktuell sehen wir, im System ist keine Bezugsquelle hinterlegt. Das heißt, wenn ich jetzt eine Bestellanforderung anlegen würde für dieses Material, könnte keine Bezugsquelle ermittelt werden. Ich müsste wieder unseren Ausschreibungsprozess durchführen. Als Ergebnis des Ausschreibungsprozesses hat man Lieferanten ausgewählt und wenn ich für den eine Bestellung anlege, würde auch ein Einkaufsinfosatz angelegt werden. Das machen wir jetzt in diesem Beispiel einmal manuell. Ich lege einen Einkaufsinfosatz für dieses Material an. Das ist ein normaler Einkaufsinfosatz für die Einkaufsorganisation US00, die Einkäufergruppe Nordamerika. Das Ganze bezieht sich auf den Lieferanten Midwest Supply und das Material Offroad Helmet 1000. Wir müssen jetzt noch die durchschnittliche Lieferzeit in Tagen und die Normalbestellmenge pflegen und wir nehmen hier auch noch die Konditionen. Ja, die sollen, dieser Helm soll 25 US-Dollar bei diesem Lieferanten kosten.
Somit haben wir jetzt für unser Material Offroad Helmet einen Einkaufsinfosatz im System. Und das heißt, wenn wir jetzt die Zuordnung von der Bezugsquelle simulieren für dieses Material, zum Beispiel im Werk Miami und zum 1.12.21, dann würde natürlich dieser Infosatz gefunden und der Lieferant mit West Supply ausgewählt. Legen wir jetzt noch einen zweiten Infosatz an. Auch ein Normalinfosatz für diese Einkaufsorganisation. Der Lieferant soll jetzt Dallas Basic Bicycles sein. Das Material ist wieder der Offroad Helmet 1000. Hier ist die Lieferzeit 6 Tage, die Normbestellmenge ist 1 und wir legen die Konditionen an 27 US-Dollar. Und damit haben wir jetzt zwei Infosätze. Bei der Simulation der Zuordnung können wir jetzt wieder das Material wählen. Im Werk in Miami zum Beispiel zum 1.12.21 und bekommen beide Infosätze ausgewählt. Den Effekt davon sehen wir jetzt, wenn wir eine Bestellanforderung anlegen. Ich gehe zurück in den Übersichtsbildschirm, wähle die App Bestellanforderungen anlegen und jetzt lege ich eine Bestellanforderung für das Material Offroad Helmet zu 26 US-Dollar. Die Anforderungsmenge soll 50 sein und füge das Ganze zum Einkaufswagen hinzu. Pflegen noch die Einkäuferdaten und das Ganze soll für das Werk in Miami beschafft werden. Können wir jetzt die Bestellanforderung anlegen. Mit der App Bestellanforderungen verwalten sehen wir uns jetzt die Bestellanforderung an, die gerade angelegt wurde. Dazu passen wir mal den Filter an und nehmen noch Material hinzu. Und jetzt können wir auf den Offroad Helmet filtern und sehen hier die entsprechende Bestellanforderung. Und was wir insbesondere auch erkennen, ist, dass jetzt durch die Bestellanforderung festgestellt wurde, dass es zwei Bezugsquellen gibt. Ja, das sind genau die zwei Bezugsquellen, die eben aus den Einkaufsinfosätzen stammen, die wir gerade angelegt haben. Und wir könnten jetzt eine Bezugsquelle wählen und dann aus dieser Bestellanforderung eben eine Bestellung generieren. Das machen wir an dieser Stelle nicht, sondern wir wechseln zurück zur Bezugsquellenverwaltung. Und das nächste, was wir jetzt tun werden, wir legen jetzt einen Quotierung für dieses Material an. Das Material ist der Offroad Helmet. Die Quotierung soll sich auf das Werk in Miami beziehen. Die ist gültig ab heute bis Ende des Jahres. Und jetzt müssen wir noch Quotierungspositionen hinzufügen. Also wir müssen jetzt noch die Lieferanten wählen, die an dieser Quotierung teilhaben. Das ist zum einen war das Midwest Supply und zwar dieses hier und das übernehmen wir und dann legen wir noch einen zweiten Position an, ist auch wieder Fremdbeschaffung und der Lieferant war das Dallas Bicycles und auch den übernehmen wir. So, wir müssen jetzt noch festlegen, in welcher Quote aufgeteilt werden soll zwischen den beiden Lieferanten. Wir sagen, das machen wir mal 2:1. Ja, also doppelt so viel des Materials soll von dem ersten Lieferanten beschafft werden als von dem zweiten. Und jetzt können wir unsere Quotierung anlegen und zurücknavigieren in die Übersicht. Und jetzt sehen wir hier auch die Quotierung.
Man erkennt auch hier an diesem Bereich Relevanz, ja, dass die Quotierung die höchste Wichtigkeit hat. Also es wird zuerst nach einer Quotierung gesucht, wie ich Ihnen das auch auf der Theoriefolie erklärt habe. Wenn wir jetzt mal die Bezugsquellenzuordnung simulieren, für das Merck in Miami zum Beispiel am 1.12.21, da werden wir sehen, dass als erstes Midwest Supply gewählt wird, weil das eben der Lieferant ist, von dem in der Quotierung die doppelte Menge beschafft werden soll. Dass wir jetzt aber den eigentlichen Effekt der Quotierung sehen, dazu wechseln wir jetzt wieder zum Anlegen von der Bestellanforderung und ich werde 3 Bestellanforderungen anlegen. Das mache ich diesmal mit der App Bestellanforderungen verwalten Professional. Ich lege hier eine Bestellanforderung an. Ich muss jetzt auswählen die automatische Bezugsquellenfindung. Und jetzt kann ich eine Position hinzufügen. Soll ein Material sein. Und natürlich, wir machen das im Merck in Miami, ist das Material dieser Offroad Helmet 1000. Und von diesem sollen 50 Stück zum 19.11. beschafft werden. Ich muss jetzt noch einen Bewertungspreis angeben, 27 US-Dollar. Ach, die Einkaufsorganisation fehlt. Die Einkaufsorganisation ist US00. Und damit können wir übernehmen. Und diese Bestellanforderung anlegen. Ich gehe zurück, lege noch eine Bestellanforderung an. Und die legen wir jetzt, ja, auch mit der automatischen Bezugsquellenfindung wieder für ein Material an. Das soll auch das Werk in Miami sein. Das Material ist das der Offroad Helmet 1000. Und ich mache jetzt bewusst eine geringe Menge von 5 Helmen zum 26. November. Und die Einkaufsorganisation ist US00. Dann übernehmen wir das und legen auch das an. Und die ganze Bestellanforderung kopieren wir uns direkt nochmal und legen sie genauso noch einmal an. Was haben wir jetzt gemacht? Ich habe 3 Bestellanforderungen eingelegt. Einmal über 50 und 2 über 5 Stück. Wenn wir jetzt in die App Bestellanforderungen verwalten gehen, ich filter auf das Material Offroad Helmet, außerdem sortiere ich absteigend die Positionen und dann sehen wir hier die 3 Bestellanforderungen, die wir gerade angelegt haben. Und wir sehen jetzt direkt den Effekt der Quotierung, nämlich es wurde immer ein Lieferant automatisch ausgewählt und das ist einmal Midwest Supply und 2-mal Dallas Bicycles. So, warum wurde jetzt Midwest Supply einmal und Dallas Bicycles 2-mal ausgewählt? Um uns das anzuschauen, gehen wir nochmal zurück auf die Bezugsquellen verwalten. Und wenn wir uns jetzt unsere Quotierung ansehen, was sehen wir jetzt hier? Wir sehen, dass wir nicht nur Informationen darüber bekommen, wie die Aufteilung ist, nämlich dass 2/3 der Beschaffung von Midwest Supply erfolgen soll und 1/3 von Dallas Bike Basics, sondern wir sehen auch die aktuell quotierte Menge. Aktuell haben wir 50 Stück von Midwest Supply bezogen und erst 10 Stück von Dallas Bike Basics. Das heißt, wir haben die gewünschte Aufteilung der Quote 2:1 nicht erreicht. Das bedeutet auch, dass wir für die nächste Bestellung, die wir anlegen, das System wieder Dallas Bike Basics wählen würde. Ja, so lange, bis wir Richtung der Quote 2:1 kommen. Das Ganze können wir auch wieder ausprobieren mit der Simulation der Bezugsquellenermittlung. Wenn wir jetzt wieder diesen Offroad-Helmet im Werk in Miami und nutzen wir ja, den 1.12. Sehen Sie, dass genau das passiert? Ja. Auch für die nächste Bestellung würde Dallas Bike Basics ausgewählt, um eben das Ziel zu erreichen, 33% von diesem Lieferanten zu beziehen. Und den letzten Schritt, den wir uns noch anschauen, das ist die Gültigkeit. Ja, Sie haben gesehen, hier es gibt eine Gültigkeit. Ich habe diese Quotierung angelegt mit einer Gültigkeit bis zum 31.
12.2021. Und das heißt natürlich, wenn wir jetzt die Bezugsquellenermittlung für ein Datum im Januar 22 simulieren, dass dann nicht mehr die Quotierung herangezogen wird, sondern in diesem Fall jetzt wieder der Infosatz verwendet wird und wir manuell als Benutzer wählen müssten, wer denn der Lieferant wäre, von dem beschafft werden soll. So viel zur Bezugsquellenermittlung. Jetzt kommen wir zum letzten größeren Block für dieses Detailvideo und das sind die Bewegungsarten. Was waren nochmal die Bewegungsarten? Um Ihnen das nochmal zu zeigen, öffne ich die App Materialbelegübersicht. Schauen wir uns mal die Materialbelege für das Deluxe Touring Bike in Schwarz an. Ich scroll mal ganz nach unten, ich nehme hier mal den aktuellsten. Und wir sehen, dieser Materialbeleg hat eine Warenbewegungsart. Wareneingang zum Auftrag 101. Ja, was versteckt sich hinter diesen Bewegungsarten? Und das zeige ich Ihnen nochmal in unserem Miroboard. Ich habe hier eine Grafik dargestellt, die zeigen soll, wie diese Bewegungsarten aufgebaut sind. Ja. Grob existieren in SAP, ERP steht hier, aber auch in SAP S/4HANA vier Bewegungsarten. Ja. Das ist Wareneingang, Warenausgang, die Umlagerung und die Umbuchung. Außerdem gibt es noch speziellere Bewegungsarten, die dann mit anderen Zahlen dargestellt werden. Die Bewegungsart ist immer ein dreistelliger Schlüssel. Ja. Gerade haben wir gesehen, die Bewegungsart Wareneingang zu einer Bestellung war die 101. Ein anderes Beispiel ist Wareneingang zu Bestellung in den Wareneingangssperrbestand. Das ist dann die Bewegungsart 103. Ja. Und eine Umbuchung aus dem Sperrbestand in den frei verfügbaren Bestand hätte eben auch eine dreistellige Nummer, die dann mit der 4 beginnt. Und das ist genau das, was ich Ihnen hier nochmal zeigen möchte. Ja, diese Bewegungsarten, dieser dreistellige Schlüssel, der beginnt immer mit einer 1, 2, 3 oder 4 und daran können Sie ablesen, ob das ein Wareneingang, Warenausgang, eine Umlagerung oder eine Umbuchung ist. Was ist das jetzt? Ja, und das zeigt die Grafik hier auf der linken Seite. Wareneingang ist einfach zu verstehen. Das haben wir schon mehrfach gemacht. Der Wareneingang ist hier mit diesem Pfeil mit der 1 gekennzeichnet, werden Waren in ein Werk aufgenommen. Die Bewegungsart für den Warenausgang sind alle Bewegungsarten, die mit der 2 beginnen. Auch das haben wir schon gesehen, zum Beispiel im Rahmen der Fallstudie für den Vertrieb. Da haben wir Warenausgang gebucht, um Materialien an unsere Kunden zu liefern. Interessant ist jetzt noch die Umlagerung und die Umbuchung. Die Umlagerung gibt es in zwei Varianten, nämlich es gibt einmal die Umlagerung innerhalb eines Werks. Dabei, und das ist hier dargestellt, werden Materialien von einem Lagerort Quelle zu einem Lagerort Ziel gebracht. Also, das ist die Umlagerung innerhalb eines Werkes. Die zweite Variante ist die Umlagerung zwischen Werken. Ja, das ist hier dargestellt mit dem Werk auf der linken Seite Heidelberg und dem Werk auf der rechten Seite in Hamburg. Bei dieser Umlagerung werden eben die Materialien von Heidelberg nach Hamburg umgelagert, also von einem Werk in ein anderes Werk. Und die letzte Bewegungsart, auch die haben wir schon gesehen, das ist die Umbuchung, die ist hier mit der 4 gekennzeichnet. Die Umbuchung ist dazu da, um ein Sonderbestandskennzeichen zu ändern. Die führt nicht zu einer physischen Warenbewegung. Ja, zum Beispiel führt das dazu, dass innerhalb des Lagerortes Trading Goods hier in Heidelberg Materialien vom frei verwendbaren Bestand in den gesperrten Bestand umgebucht werden. Und warum ist das spannend? Abhängig von der Bewegungsart werden eben auch außer Materialbelege noch Buchhaltungsbelege erzeugt. Für die Bewegungsart Wareneingang haben wir das schon gesehen. Ein Wareneingang führt dazu, dass ein Buchhaltungsbeleg erzeugt wird. Ja? Genauso ist das bei einem Warenausgang. Der führt dazu, dass ein Buchhaltungsbeleg erzeugt wird. Etwas komplexer ist das bei den Umlagerungen und Umbuchungen. Und das schauen wir uns jetzt auch nochmal auf einer Folie an. Die Umlagerung. Die Umlagerung, habe ich gerade schon erwähnt, ist die physische Warenbewegung zwischen entweder Lagerorten innerhalb eines Werks, Werken innerhalb eines Buchungskreises oder sogar Werken
unterschiedlicher Buchungskreise, wenn wir zum Beispiel von Dallas nach Hamburg umlagern würden. Und deshalb ist es auch etwas komplexer, ja, wenn die Umlagerung nur innerhalb eines Werkes stattfindet, dann wird nur ein Materialbeleg erzeugt. Ja. Der Bestand, die Bestandsbewertung für dieses Werk ändert sich nicht, deshalb wird kein FI-Beleg erzeugt. Erfolgt die Umlagerung innerhalb eines Buchungskreises, also zum Beispiel von dem Werk in Heidelberg zu dem Werk in Hamburg, dann wird ein Materialbeleg und ein FI-Beleg erzeugt. Und die komplexeste Variante ist die Umlagerung zwischen Werken in unterschiedlichen Buchungskreisen. Dann werden nämlich ein Material und sogar zwei FI-Belege erzeugt, weil unterschiedliche Buchungskreise, jeder Buchungskreis hat eine eigene Buchführung und damit brauchen wir zwei getrennte FI-Belege. Und bei der Umbuchung, ja, Umbuchung, habe ich gesagt, ändert die Bestandsart. Die Umbuchung bedingt nicht zwangsläufig eine physische Warenbewegung. Eine Umbuchung kann eine physische Warenbewegung bedingen, muss es aber nicht. Und somit erzeugt eine Umbuchung immer nur ein Materialbeleg, niemals ein FI-Beleg. Und damit wissen Sie jetzt, ja, was diese Warenbewegungskürzel, die wir schon mehrfach gesehen haben, bedeuten, ja, anhand des ersten Zeichens in der Warenbewegungsart können wir eben ablesen, ob das ein Wareneingang, ein Ausgang, eine Umbuchung oder eine Umlagerung ist. So viel zum Thema der Bewegungsarten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Sticker auf dem Laptop. Verdächtig.